Hallo, hier ist der Diebster. Willkommen zurück zu Earthworm Jim in der Special Edition. Ja, wir sind am Anfang von Level 10. Wir haben letztes Mal gleich drei Level auf einmal gemacht. Einmal ein Rennen gegen die Zeit mit unserer Towerkugel. Dann ein Rennen gegen das Huhn im Asteroidenfeld mit der Rakete. Und als letztes ein Rennen gegen so ein slimiges Vieh mit einem Bungee-Seil, kann man ruhig so sagen. Ja, es geht weiter mit Level 10. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Level 10 ist Andy Asteroids. Mal wieder. Ja, Andy Asteroids, ja, da habe ich beim letzten Mal voll viel Schrott erzählt, ja. Kann ich euch sagen, ich habe beim letzten Mal echt gesagt, dass eine Henne männlich ist. Ja, ich weiß nicht, weil wie ich darauf kam. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt dagegen geflogen bin, aber egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe echt gesagt, eine Henne sei männlich, ist aber natürlich weiblich. Ein Hahn ist natürlich männlich, ja, ist natürlich klar, ja. Also, habe ich einfach ein bisschen... Ja, geirrt, weil ich kam irgendwie auf das Wort Hände, Hahn auch gar nicht so wirklich, weil irgendwie, ja, mir glatt das entfallen. Dass eigentlich Huhn ja nur die Rasse ist, aber ist natürlich die Rasse. Also ist natürlich die Rasse, aber. Und Huhn und Henne sind. Nee, Hahn und Henne sind entsprechend die Geschlechter. Mann, ich rede mir wieder Mist zusammen. Ja. Weil ich mein letztes Mal vergessen habe, zu erwähnen, in der vorletzten Folge. Also am Ende der vorletzten Folge flog die Kuh durchs Bild, die wir in der ersten Level abgeschossen haben. Ja, kam auch. So. Kam entsprechend auch die Kuh flog durchs Bild, weil was da für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Netter Gag, dass die Kuh halt durch diesen Wasserplaneten fliegt. Vielleicht begegnet uns nochmal. Begegnet sie uns nochmal. So, dritten Anlauf. Ja, Rennen haben wir geschafft. Dann haben wir gewonnen, wie und je. Das sieht mal lustig aus, aber mittlerweile ist das auch verbraucht, ne? Dieses mit dem Lasso. Das sieht zwar cool aus beim ersten Mal, aber danach verbraucht sie das einfach. Ja, es geht weiter mit Level 11. Weil das war jetzt nicht sehr lang, 2 Minuten. Mal wieder. Level 5 heißt es. Warum heißt es Level 5, wenn es eigentlich Level 11 ist? Ja, fragt die Entwickler, fragt Shiny Entertainment, ich weiß es nicht. Vielleicht laufen diverse Levels hier nicht unter Level, eingelevelt, ich weiß nicht. Wir haben 11 Passwortabfragen, aber es gibt offenbar nicht so viele Level, ich weiß es nicht. Oh, Munition. Was ist denn? Was ist denn? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Also, ich weiß es nicht, ja. Ich weiß nicht genau, was hier, warum das Level 5 heißen soll, dieses Level, wenn es der 11. ist. Level 11 wäre ein sinniger Name mal gewesen, aber, ja, wer weiß. Keine Ahnung, vielleicht laufen diese Rennen nicht als eigenes Level oder diese kurzen Levels, vielleicht sind da gar keine Levels. Ich weiß es nicht. Oh, wäre eine Flucht gewesen. Ja, da kommt man natürlich nicht so weiter. So wird das nix. Nein, so wird das auch nix. Nochmal. Mal warten, bis der oben geht. So, jetzt. So. Und noch rüber. Ja, also wir haben es geschafft, darüber zu kommen. Also, aha, mit der Peitsche kann man die mit kaputt hauen. So. Machen wir da hoch. Ah. Aha. So, haben wir ausgelöst. Okay, okay. So, hier geht's weiter. 100%, das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir. Hier geht's dann weiter, wieder zurück. Okay. Und einen Pfeil haben wir ausgelöst. Ah, gut, kann man jetzt nicht. Gerade man nicht so mehr mit diesen Punkten irgendwie ein Leben zu verdienen könnte. Wäre cool. Aber. Augen weg. Also Viecher sind richtig gemein. Ich bin übrigens gar kein Jump'n'Run-Spieler, falls das mal aufgefallen sein sollte. Habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, aber. Ah. Oh, hier ist nichts, hier ist nichts. So, mal rüberkommen. Ich bin gar kein Jump'n'Run-Spieler, weil irgendwie ja gegen Jump'n'Runs ging irgendwer mir vorbei. Als Jugendlicher gab es nur einen Run für mich, das war höchst Super Frog auf dem Amiga.
Das war, und das habe ich mit dem Kindermodus gespielt, ja. Kindermodus hieß damals, es gibt keinen, man kann nicht sterben und so weiter. Einfach durch Gegner durchrennen, passiert nichts. War halt einfach für mich. Und später, Moment mal. Was ist das denn hier? Hilfe! Oh, Hilfe, was ist das denn? Von allen Seiten! Hilfe! Boah, ist das gemein, ist das fies, ist das brutal schwer, Säcke. Fand ich jetzt relativ schwer, kam relativ viel entgegen. Du musst echt wissen, wo du hinschießen sollst. Hast kaum Reaktionszeit? Ne, auf jeden Fall Jump'n Runs. Spiel um Game Boy hatte ich noch welche, ja hier, Super Mario Land 1 bis 3 hatte ich auch noch. Aber war erst später, aber mit 8, habe ich noch erst Game Boy erst gekriegt, glaube ich. Mit 8 Jahren, ja. Super Mario Land 2 war dabei, habe ich durch erst mit 14 oder so erstmal durchgespielt, weil ich das letzte Level nie geschafft habe, ja. Und Mario, dann kam Mario Land, das habe ich vorher noch fertig gehabt. Mario Land, Mario Land 3 war das ja, das habe ich früher fertig gekriegt, aber ich war noch nie Experte in der Nummer. Meine Güte. Boah. Mann, was soll das machen? Was soll das schaffen? Munition leer alle. Also nicht sehr gut, finde ich, oder? Also Munition fast alle. Ja, nicht sehr toll. Nein. Noch nicht schon wieder. So, haben wir geschafft, diese Ecke hier. So, da sind auch sogar weggekommen. Na, Glück gehabt. Okay, hier geht's dann weiter. Ah ja, hier ist wieder. Ja, es sieht jetzt so aus, als geht's da nicht weiter. Ja, klasse. Ah, scheiße. Wir sollten mal verschwinden. Würde ich mal so sagen, weil wir da verschwinden sollten. Was ist da für ein Affe da eigentlich? Wer hat die Kokonuss geklaut oder was? Ah, warte mal. Ja, so wird das natürlich nichts, wenn man entweder nicht trifft oder die Tasten nimmt. Ja, immerhin habe ich mich da gerettet, aber. Ich glaube, da wäre ich so doof, da hoch zu, da rüber zu schwingen. Ja, aber Jump'n Runs war auf jeden Fall nie meine Stärke. Irgendwie war das nie so mein Genre da. Bin ich irgendwie nie dazu hingekommen. Oh. Wieder falsche Taste. Verdrück mich momentan immer hier. Oh, das ist ein Nachladen, rück ich von der CD. So, nächster Abschnitt. Was ist das? Ja, was ist das denn? So. Ich weiß gar nicht, wie viel bringen denn. Ja, toll. Aha, nochmal ungefähr so 300, ne? 300 bringt so ein 350 oder so, 350 Schuss. So, ein, so eine Pistole. Oh. So. Der andere nicht mehr da, der andere ist weg. Ja. So müssen wir da wahrscheinlich durch hin. Naja, okay, mal gucken. Und jetzt hier wartet, keine Ahnung. Irgendwie durch, irgendwie auch vorbei. So, und vorbeigekommen. Wir müssen aber nochmal zurück, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, war da oben ein Haken oder habe ich mich eigentlich verguckt? Wir müssen nochmal zurück, glaube ich. Warte mal. Halalala, mal gucken, zurücklaufen. Wo muss ich denn hier hin? Da. So, da. Da ist noch ein Haken, genau, habe ich doch gesehen. Weil ich komme jetzt da hin. Ah.
mal vernünftig hinkriegen. Na? Na? Komm schon. Na also, geht doch. Ja, es geht auch. Das geht erst recht. Ja, Leben. Leben ist gut. Hier ist er versteckt. Wie komme ich jetzt da rüber? Komme ich wieder zurück? Vielleicht so? Ja, so kommt man dann vorbei. Ja, mein Leben gekriegt. Das ist schon mal vorteilhaft, finde ich. Ja, finde ich immer vorteilhaft. Ja.